Also, Gabi Kittel, wie kommt es, dass hier eine Gravity-Wand steht vor der Kiste? Ja, der Bezirksausschuss macht zweimal im Jahr Kinder- und Jugendsprechstunde. Und ich glaube, in der vorvorletzten Kindersprechstunde ist dieser Antrag gestellt worden von einem Jugendlichen. Der hat sich eine offene Graffiti-Wand im Stadtbezirk gewünscht. Den Antrag habe ich dann weitergegeben an Erik Mehlsteibel, der Leiter der Kiste. Und der hat sich dann schlau gemacht. Mit unserer Unterstützung, finanziellen Unterstützung, ist dann diese Wand gekommen. Das ist jetzt der Erich Mehlstabel von der Kiste und der erzählt uns jetzt, was das heute für eine Veranstaltung ist. Ja, das ist die Auftaktveranstaltung zur Open Wall. Die Wall, die besteht aus zwei Teilen. Auf der Rückseite ist eine fertige Wand, Graffiti-Wand von Buntlack. Und auf der Vorderseite ist eine leere, das ist jetzt leere Wand, auf die heute drauf gesprüht wird. Diese Seite, die heute gesprüht wird, die soll aber auch in Zukunft offen bleiben. Das heißt, dass man auf die auch immer drauf sprüht. Und heute sind verschiedene Jugendzentren da? Ja, es sind Champion aus dem Ludwigsfeld, der Club von der Wintersteinstraße, die Kiste selbst ist vertreten, das Lerchenauer vom Lerchenauer See, ein paar Sprüher aus Fürstenfeldbruck und das Gymnasium ist vertreten. Wie heißt Leon Feuchtwanger. Leon Feuchtwanger, genau. Wir haben drei Sprüher. Also sechs Teams, jeweils eine Fläche von ungefähr 2 auf 2. Alles, oder bin ich? Ja, aber du musst halt schauen. Da oben ist noch nicht, weil ich noch mehr rauskomme. Ja, ja. Ja, okay, also wir kommen vom Feuchtwanger-Gymnasium, das ist in Lebenshofen. Und wir wollten uns auch interessieren für Graffiti und so. Und dachten uns, schauen wir doch einfach mal an und sprühen da einfach mal was auf die Wand. Jetzt haben wir hier die Friederike Goschenhofer vom Regsam. Was ist das denn hier? Ergebnis, und wie ich gehört habe, ist es auch eine offene Sache. Das heißt, es können jederzeit wieder welche kommen und weitermalen. Also das ist ein Monument vom Stadtteil für den Stadtteil und schaut auch noch super aus. Wo bist du denn her? Von welchem Jugendzentrum? Vom Club. Und warum stehst du auf einer Leiter? Weil hier oben könnten wir nicht ran. Ja, dann hast du das. Du hast das. Okay. Ich glaube, das waren nur 2 oder was? Okay. Also, ich habe einen Fehler gemacht. Wir haben viel mehr da. Also, die beiden Dritten, die kriegen beide diese.